Ich habe dabei Charlie, Zinedey, Comme le Père und Konstantin. Ich glaube, die Bundeschampionate sind für mich tatsächlich irgendwie was ganz Besonderes, vielleicht ein bisschen besonderer als für andere Reiter, weil ich hier in Warnow auch aufgewachsen bin. Und deswegen war ich schon auch, als ich noch gar nicht geritten habe, als kleiner Junge immer hier auf dem Gelände am Wochenende, weil die ganze Family hier war, also musste ich auch hier sein. Aber ich habe mich noch gar nicht so richtig für den Pferdesport interessiert und habe mit meinen Jungs immer Pfandgläser gesammelt unter den Tribünen und so ein bisschen Taschengeld hier verdient. Das war eigentlich immer so in den Jahren, dass wir uns gefreut haben, hier ein bisschen Geld zu verdienen auf dem Bundeschampionat. Und dann so über die Jahre ist es gekommen, dass ich mich halt auch mehr mit dem Sport auseinandergesetzt habe und interessiert habe. Rundum, glaube ich, ist es einfach immer wieder was Besonderes für mich, hier nach Warndorf zurückzukommen und ganz besonders dann am Bundeschampionat teilzunehmen. Comme le Père. Er ist auf den ersten Blick ein unheimlich charmantes Pferd, sympathisch, schick, so ein typischer Hengst auch. Präsentiert sich gerne, ist aber auch irgendwo ein bisschen verspielt und auch mal ein bisschen lustig. Ja, also ich glaube, Zinedey und ich, wir haben ein bisschen eine spezielle Beziehung. Das ist so ein bisschen das Gegenteil von Comme le Père. Der war charakterlich als junges Pferd nicht ganz so einfach zu handeln wie Comme le Père. Letztes Jahr, da war das noch alles wenig harmonisch und man musste ihn doch sehr davon überzeugen, ihn auf seine Seite zu kriegen. Aber ich habe immer an das Pferd geglaubt, weil er immer mir am Sprung ein unheimlich gutes Gefühl gegeben hat. Das war schon harte Arbeit. Da sind viele Schweißperlen bei, nicht nur bei ihm, auch bei mir irgendwie getropft. Aber am Ende hat das mir absolut gedankt. Bringt eine Nullrunde nach der anderen, bringt die eine Schleife nach der anderen nach Hause. Also ich bin wirklich sehr überzeugt von dem Pferd. Bundeschampion 2020, wie klingt das so für dich? Ja, unglaublich geil. Also hätte ich jetzt absolut nicht mit gerechnet, dass ich bei den Fünfjährigen heute vorne bin. Und da ist die Freude wirklich umso größer. Mega. Wie zufrieden bist du mit deinem Pferd? Ja, also wir sind Bundeschampion geworden. Ich glaube, mehr zufrieden kann man gar nicht sein. Das, was er heute gemacht hat, war wirklich unglaublich. Ich bin absolut stolz auf ihn. Einfach nur mega happy, wirklich.